Hi Leute, das ist Sanu hier. Die neue Season 3 im Jahr 5 ist am Start. Und ja, ist so ein bisschen huppelig. Kommt die Season in Fahrt hier. Aber ja, was soll man machen? Auf jeden Fall, in dem Video geht es um die Vindicator. Vindicator ist eine sehr, 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 sehr geile exotische Waffe. Gefällt mir richtig gut, das Gewehr. Und was das Ding kann und wo ihr sie herbekommt und warum ihr jetzt unbedingt Gas geben solltet, um sie zu bekommen, weil einfacher werdet ihr wohl nicht da rankommen. Deswegen da gehen wir gleich drauf ein. Optisch seht ihr, also ja, sieht genau so aus wie... Alter, ich bin wieder geschubst hier. Optisch sieht sie ja, entsprechend dem Spielmodus, wo sie zu bekommen ist, aus. Und zwar dem Descent-Abstiegsmodus. Ne? Was kann das Ding? Das Ding hat das Talent Ortiz Stürmerschnittstelle. Beim Anvisieren markiert die Waffe einen zufälligen Körperteil an jedem Gegner. Die Waffe verfügt dem markierten Körperteilen, Achtung, hier 40% modifikativen verstärkten Waffenschaden zu. Das hier ist ein Fehler, das wird noch behoben. Das ist ein Anzeigebug, der so nicht sollen sein. Die Berechnung im Hintergrund läuft schon verstärkt ab. Aber auch nicht für 75%, sondern für die 40%, wie angegeben. Deswegen, also das passt auf jeden Fall. Nehmt das hier nicht für voll. So, auf jeden Fall richtig cooles Ding. Einen Nachteil, den gibt es, zumindest im Moment, was wir direkt ausprobiert haben, weil es ein 8-fach Visier hat, dachte man natürlich, könnte man perfekt. Ne, dachte man, mit dem Fokustalent erhöht den gesamten Waffenschaden um 5% für jede Sekunde, die man mit 8-facher oder höherer Vergrößerung zielt, bis zum Maximum von 50%. Richtig geil, hat natürlich richtig gut reingepasst, aber die Vindicator funktioniert im Moment leider nicht damit, obwohl sie es hätte müssen. Ne? Deswegen, wir werden sehen, das sollte auf jeden Fall noch nachgereicht werden. Deswegen, sobald das funktioniert, geht die richtig steil. So, ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Natürlich kann ich euch entsprechend hier, ja, ich kann euch hier nichts zeigen. Das ist doch echt schon. Ja, stimmt. Na gut, dann gehen wir kurz raus, damit ihr das seht. So, hier an den Gegnern kann ich es euch schön verdeutlichen. Ihr seht jetzt hier, dass er so einen grünen Schimmer um die Brust herum hat. Bedeutet einfach, dass wir jetzt auf der Brust, wenn wir dort treffen, deutlich mehr Schaden machen. Und dementsprechend versuchen sollten, unseren Spielstil so anzupassen, dass wir die Brust angreifen. Wenn wir bei anderen Gegnern... Mal gucken, wo die herkommen. Da ist zum Beispiel auch die Brust. Da ist es der Kopf. Und das macht schon Bock. Man muss sich halt ein bisschen umstellen, entsprechend spielen. Das ist echt eine coole Sache. Zusätzlich, was ich richtig nice finde, die hat halt ein wirklich schön großes Magazin. Oh ja. Ach, da liegt er rum. Okay. Sie hat ein schön großes Magazin und zack, und verzieht halt kaum. Ich habe den rechten Stick jetzt überhaupt nicht, ne? Also ist echt krass. Die ist richtig gut zu handeln. Sehr, sehr cooles Ding. So, wo bekommt ihr die her? Wir hatten sie eben schon angesprochen in dem Descent-Abstiegsmodus. Da hüpfen wir jetzt nochmal gerade hin. Und zwar, pass auf, ich hatte ja vom PTS her, hatte ich ein Video gemacht, wo wir uns das Ganze angeguckt hatten, die Vindicator. Und ne, da wir gewusst haben, dass sie hier im Abstieg zu finden ist, haben wir auch direkt geguckt, für wie viele Credits das Ganze über die Ladenticke geht. Und da lag sie bei geschmeidigen 350 NSA Credits. Ne, das ist die Währung, die ihr im Descent bekommt. Ich sollte euch ein bisschen was einblenden im Hintergrund. Ihr müsst halt die verschiedenen Wellen machen, beziehungsweise die verschiedenen Räume. Dabei sind die Arenen, wo die Bosse drin sind, und so zufällig auftretende Räume, wo halt auch ein benannter Gegner drin ist, ein Boss drin ist. Das sind die Sachen, die ihr, auf die ihr euch fokussieren solltet, weil die geben einem diese NSA-Währung, die ihr braucht, um hier nicht nur die Vindicator kaufen zu können. Ne, auch... Wie gesagt, ich habe die letzten paar Tage immer mal wieder bis zum Nemesis gespielt, habe die Nemesis platt gemacht, bin einmal dran verreckt, egal. Ich hatte immer so kleine Runden bis dahin und hatte dann schlussendlich, hatte ich nahezu 800 Credits. Also das war kein Hexenwerk. Ne? Ich weiß, dass viele
Viele mögen den Modus nicht. Ich bin auch nicht der größte Fan davon, besonders Solo. Ich habe aber hab's aber durchgeprügelt, weil ich nicht wusste, wie viel die Vindicator schlussendlich kostet. Aber gehen wir nochmal zurück an die Station und werfen den Blick rein. Seht ihr hier, dass sich dort nichts geändert hat. Die Vindicator kostet immer noch 350 NSA-Credits. NSA-Währung, das ist nicht wirklich viel. Und die erreicht ihr wirklich, wirklich recht schnell, wenn ihr The Descent spielt. Selbst wenn ihr ihn nicht mögt. Ansonsten geht ihr zu zweit oder zu dritt in eine Gruppe rein und lasst euch da durchziehen. Das sollte kein Problem sein. Ne? Wie gesagt, das Schöne hier dran ist, sie wird halt erstmal nur im Descent zur Verfügung stehen und bedeutet, dass, wovon ich ganz stark ausgehe, dass in wöchentlicher Rotation auch das dritte Attribut ein anderes sein wird. So wie sie jetzt da drin zu finden ist, hat sie Gewehrschaden, Schaden durch kritische Treffer, was normal ist für ein Gewehr, hat sie aber als drittes Attribut Schaden gegen ungedeckte Ziele, was ein Godwall wäre in dem Sinne, ne? Weil es das perfekte dritte Attribut wäre im Moment. Und dementsprechend ist es nur für die Woche, in Anführungszeichen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so gewollt ist mit den 350 Credits, weil es gibt 4 Uniformen, die man über den Descent jetzt bekommen kann. Die sind deutlich teurer, was ich mir gar nicht vorstellen kann, als die Exo an sich. Deswegen, eventuell wird da noch ein bisschen was nachgeschoben und sie ist nur im Moment so billig und bekommt dann noch, keine Ahnung, eine Null dran oder sowas nach einer Woche oder nach ein paar Tagen. Deswegen versucht sie euch so schnell wie möglich zu farmen, solange es geht, und nehmt sie definitiv mit, ne? So, ansonsten, das war's von mir, Leute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit der Waffe, die macht richtig Bock. Und wir sehen uns im nächsten Video, ne? Macht's gut, bye.